6, 7 und schon wieder Oma gewinnt. Das war so lustig. Hey, ich frag mich, können wir nochmal spielen, wenn Mike kommt? Oh, Schatz. Du musst ihn nicht Mike nennen. Du kannst Dad sagen. Ich bin zu Hause. Dad! Hey, Kleine. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Neue Kleider. Die habe ich mir gewünscht. Danke, Dad. Alles für meine Tochter. Hey, Dad. Hast du auch was für mich? Dad? Seit wann nennst du mich Dad? Na egal. Ja, das ist für dich. Ein Secondhand-T-Shirt? Ist das schon alles? Hey, ich hätte dir auch gar nichts mitbringen müssen, okay? Sei dankbar, wenn du von mir was bekommst. Oh, okay, Kinder. Bitte bringt die Klamotten direkt in eure Zimmer. Sicher. Gehen wir, Austin. Wirklich, Mike? Ein altes T-Shirt? Wieso kaufst du für Jenny neue Sachen, aber nichts für Austin? Das ist doch offensichtlich. Immerhin ist Jenny meine eigene Tochter. Austin ist nur mein Stiefsohn. Er ist ja nicht mein Kind, er ist deins. Nur dein Stiefsohn? Er ist ein Kind. Wieso willst du, dass er sich so fühlt? Hey, sag du mir nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich verhätschle unsere Tochter so viel, wie ich will. Wenn du deinen Sohn verhätscheln willst, dann tu es doch. Ich fass es nicht. Lächerlich. Warum sollte ich das Kind eines anderen genauso behandeln wie mein eigenes? Michael, du solltest Austin genauso wie dein eigenes Kind behandeln. Es ist so leicht für andere, das zu sagen. Du weißt nicht, wie das ist, Mom. Du hattest nie ein Stiefkind. Mom? Was hast du? Ich kann nicht. Nein, 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 nein. Mom, sag mir, was los ist. Ich weiß, wie es ist, einen Stiefsohn zu haben. Weißt du, eines Tages kam ich gerade von der Arbeit nach Hause. Dein Dad wartete in der Küche. Ich habe ihn noch nie so besorgt gesehen. Er sagte, er müsste mir etwas zeigen. Dein Dad erzählte mir, dass er eine andere Frau geschwängert hätte und dass sie gerade das Kind zur Welt gebracht hätte, es aber nicht behalten wollte. Ich war am Boden zerstört und verließ ihn. Nachdem ich gegangen war, weigerte ich mich, mit ihm zu sprechen, bis ich einige Wochen später einen Anruf bekam. Dein Vater war sehr krank und lag im Sterben. Ich saß neben seinem Bett und sah, wie sein Körper nach und nach aufgab. Mit seinen letzten Worten formulierte er eine letzte Bitte an mich. Ich sollte mich um das Baby kümmern und es immer wie meinen eigenen Sohn behandeln. Ich sagte ja. Verstehst du, Michael? Ich bin nicht deine richtige Mutter. Du bist mein Stiefsohn. Ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Mein ganzes Leben dachte ich, dass du meine Mutter bist. Wieso hast du es mir nie erzählt? Es tut mir so leid. Michael, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, wann die richtige Zeit dafür ist. Mike, jetzt, wo ich sehe, wie du Austin behandelst, weiß ich, dass du es wissen musst.
ist schon gut. Es ist okay, Mom. Du hast dich so gut um mich gekümmert. Und mir so viel Liebe gegeben. Du hast es mir nie gezeigt. Oh Gott. Ich kann nicht glauben, wie schlecht ich Austin behandelt habe. Es ist nicht seine Schuld. Nun, es ist nie zu spät. Jetzt liegt es an dir, ihn zu lieben, als wäre er dein Sohn. Hey, Austin. Hör zu, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß, dass ich nicht der Vater für dich war, den du verdienst. Und das tut mir sehr leid. Ja, schon gut. Ich weiß, ich bin nicht dein Sohn. Nein, das bist du. Und ab sofort bin ich der beste Vater, den du dir vorstellen kannst. Also, was sagst du? Vergibst du mir, Sohn? Ist das dein Ernst? Ja, ich vergebe dir, Dad. Danke. Komm mit, besorgen wir dir ein paar neue Klamotten. Hey, Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.